Dies und das am Montag und damit hallo zu einem Update, einmal querbeet über die laufenden Projekte und über das, was eben ansteht. Ja, das Wochenende war mal wieder deutlich zu kurz, denn ich hatte mir so einiges vorgenommen, wovon einiges auch entsprechend liegen geblieben ist, aber das ist irgendwo ja am Wochenende fast schon Standard, wenn die beiden Krawallbrüder 24/7 mehr oder weniger da sind, dann ist ja Kinderbespaßung mehr oder weniger angesagt, gerade bei dem Wetter wird dann eher mal was unternommen. Ja, ist nun mal Sommerzeit, da sind manchmal eben auch die, ja, ich sag mal, Prioritäten müssen dann entsprechend auch irgendwo anders da gesetzt werden. Von daher habe ich von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, wenig umsetzen können. Beim Wohnzimmer-Aquarium ist ja meine Entscheidung jetzt mittlerweile getroffen, dass ich dieses Becken auf jeden Fall nochmal behalte und neu starten möchte. Hier soll ja ein Bach-Flusslauf-Biotop-Aquarium entstehen, abgestimmt auf die Schwerträger, also viel Strömung. Und das Ganze soll in jedem Fall auch noch einen immersen bepflanzten Landteil irgendwie bekommen. Und hier habe ich am Wochenende auch schon die ersten Teile bestellt, also Lichtwasserplatten und Bauschaum für den Teichbau. Ja, hier bin ich in jedem Fall mal gespannt, was mich erwartet und welche Problemchen ich vielleicht hier noch bekommen werde, was den Aufbau angeht. Das ist, wie gesagt, für mich auch noch komplettes Neuland, habe ich so in der Form auch noch nicht gemacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt. Es soll in jedem Fall so sein, dass der Unterbau zum größten Teil auch unterschwimmbar ist für die Tiere. Also ich möchte hier so wenig Schwimmraum wie möglich irgendwie verlieren. Dennoch möchte ich einen ansprechend großen Landteil, der von oben bepflanzt ist und dann entsprechend auch rauswächst, irgendwie dennoch realisieren. Also wie gesagt, da sind die ersten Teile bestellt und da wird es dann auch in der nächsten Zeit entsprechend losgehen. Dann hatte ich ja Pflanzen bestellt für die beiden Pastellgrundel-Zuchtcubes. Hier wollte ich ja einen Cube, wo die Tiere in Gesellschaft quasi nachgezüchtet werden sollen oder wo ich diesen Versuch entsprechend unternehmen möchte. Das Becken sollte ja nochmal entsprechend aufgepflanzt werden. Pflanzen habe ich seit Freitag da, die stehen hier noch im Karton. Bin ich ja am Wochenende überhaupt nicht zugekommen, da irgendwas zu machen. Ist leider so. An der Stelle vielleicht mal einen kleinen Tipp, wie ihr, ich sag mal, Pflanzen für ein paar Tage auch ganz gut zwischenlagern könnt. Also die stehen hier alle komplett locker im Karton, bekommen Tageslicht ab. Das ist in jedem Fall sehr, sehr wichtig. Und die sind hier in einem Druckverschlussbeutel, wie man sehen kann. Den kann man jetzt ganz bequem öffnen, kann mit der Sprühflasche das Ganze nochmal ordentlich befeuchten, wieder verschließen. Und wenn die Pflanze jetzt entsprechend auch noch Helligkeit abbekommt, dann hat sie in jedem Falle mehr als genügend Luftfeuchtigkeit entsprechend in diesem Beutel, dass sie sich noch ein paar Tage problemlos halten kann. Gut, so arg viel Zeit will ich mir jetzt hier auch nicht mehr nehmen lassen, denn das Ganze kannst du mal für ein paar Tage irgendwo überbrücken, aber eben auch nicht für eine Ewigkeit. Und insofern muss ich jetzt einfach mal schauen, dass ich mir da entsprechend auch die Zeit jetzt nehmen kann, um die beiden Cubes entsprechend ja nochmal zu bepflanzen. Ich habe allerdings nicht nur Pflanzen bestellt für die beiden Cubes, sondern unter anderem auch für das Katamarco Plati Becken. Das macht mir momentan so ein bisschen Fadenalgenprobleme. Insofern muss ich hier einfach nochmal ran. Auch gefällt mir der vordere Teil nicht. Hier habe ich ständig solche Dreckspuren mehr oder weniger. Also hier möchte ich auf jeden Fall optisch nochmal eine Kleinigkeit verändern. Und auch hier werden in jedem Falle nochmal ein paar Pflanzen mit eingebracht. Dann wäre noch das kleine Mini-Nano Projekt mit einem Wasserfall. Das kleine 5 Liter Nanobecken hier, 17 x 17 x 17 cm. Hier hatte ich ja gesagt, dass ich hier einen Wasserfall irgendwie integrieren möchte, der dann entsprechend begrünt wird. Und ich habe hier so einen kleinen Testaufbau gestartet. Das Ganze ist ordentlich verklebt mit Baumwolle und Sekundenkleber. Also das ganze Stück hier ist mehr oder weniger ein Teil, was man auch relativ einfach entfernen kann. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen Bodengrund eingebracht, das Ganze beflutet und mit einer Zimmerbrunnenpumpe entsprechend mir so einen kleinen Wasserlauf entsprechend gebaut. Und ich bin mit dem ersten Eindruck erstmal völlig einverstanden. Also dieser Wasserlauf sieht mir sehr, sehr gut aus. Wie das Ganze jetzt entsprechend weitergeht, wie gesagt, das Ganze ist ein Test, nicht mehr, nicht weniger. Das wird optisch sehr wahrscheinlich nicht so bleiben, wie es ist, denn ein paar Kleinigkeiten gibt es auf jeden Fall noch zu verbessern. Aber mal so als kleiner
ja, Testlauf quasi, möchte ich euch auch das nicht vorenthalten. Und auch hier wird es jetzt entsprechend demnächst weitergehen, denn auch von meiner Pflanzenlieferung ist eigentlich ein Teil für dieses Mini-Projekt hier entsprechend eingeplant. Dann die drei kleinen fehlenden Aquarien im Regal. Hier musste ich ja noch ans Lackieren gehen. Das Lackieren mache ich bei Zuchtbecken immer wieder ganz gerne aus dem einfachen Grunde, da ich mir dann hier einfach über Spritzwasser auch bei einer Säuberung keinen Kopf machen muss, dass mir da entsprechend Spritzwasser unter die Folie gerät, wenn ich das Ganze folieren würde und mir dann diese Folie entsprechend wieder ablöst. Denn ich nehme solche Zuchtbecken in der Regel mindestens 2-3 Mal im Jahr auch komplett heraus. Die werden dann komplett geändert und entsprechend auch nochmal grundgereinigt. Und bei so einer Grundreinigung möchte ich mir dann auch nicht über jeden Tropfen Spritzwasser irgendwo Gedanken machen müssen. Insofern werden solche Becken bei mir von hinten und auch von der Seite entsprechend mit Acryllack lackiert. Und auch hier habe ich es jetzt endlich mal geschafft, am Wochenende zumindest zu starten. Also die ersten Lackschichten sind drauf. Ein bisschen was nachstreichen oder nachlackieren muss ich auf jeden Fall noch. Aber hier bin ich auch ganz guter Dinge, dass im Laufe der Woche die drei Becken hier entsprechend einziehen können und das Regal dann endlich fertig ist. Die drei kleinen Becken, als auch die beiden Cubes, wo jetzt die Pastellgrundeln untergebracht sind, sollen ja dann über Luftfilter betrieben werden und da kommt dann die Hylea oder beziehungsweise die Aquaforte V10 Membranpumpe zum Einsatz. Ich hoffe mal, dass mir die Pumpe jetzt hier die Hintergrundgeräusche nicht zu sehr nach oben treibt, dass das Ganze schön ruhig, angenehm, leise bleibt. Denn unterm Strich habe ich diesen kompletten Regalumbau ja deswegen vorgenommen, um eben diese Hintergrundgeräusche entsprechend rauszunehmen. Und ja, schauen wir mal, was da letztendlich der Fall sein wird, wenn diese Pumpe dann entsprechend im Einsatz ist. Das soll es gewesen sein als kleines Update auf die Schnelle. Wie gesagt, einige kleine Baustellen, die irgendwo doch zeitintensiv entsprechend aufhalten, ist ein bisschen nervig, auch für mich extrem nervig. Und ich bin einfach nur froh, wenn solche Sachen wie Regal dann wirklich mal komplett steht und ich mir dann eben auch entsprechend die Zeit nehmen kann, mich, sage ich mal, auf so ein kleines Mini-Projekt hier entsprechend komplett zu konzentrieren oder eben auf ein Projekt wie jetzt das neue Wohnzimmer-Aquarium dann entsprechend komplett die Zeit nehmen zu können. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann diesen Punkt erreichen werde in den nächsten Wochen und dann wird es in jedem Fall auch ein bisschen strukturierter zugehen. Eine Kleinigkeit hätte ich ja fast noch vergessen und zwar endlich Grünalgen im Amano-Garnelen-Zuchtbecken. Also hier hat es sich sehr, sehr gelohnt, mal von diesem Froschbiss, der aus dem alten Wohnzimmer-Aquarium kommt, der ordentlich eingealgt war, einfach mal ein paar Pflanzen hier entsprechend einzubringen. Die Sporen haben sich ordentlich vermehrt und das sieht man hier am Blumentopf, dass das Ganze jetzt entsprechend ja, eine ordentliche grüne Färbung annimmt. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein schwangerndes Weibchen. Da muss ich jetzt einfach mal intensiver die nächsten Tage drauf achten. Und dann kann es hier auch entsprechend losgehen mit einem neuen Amano-Garnelen-Zuchtversuch. Das soll es gewesen sein als kleines Update. Wie gesagt, es gibt noch einiges zu tun. Und ja, ich würde sagen, gehen wir es an. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss.